Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Das Bild des Kaisers auf den römischen Münzen war ein Zeichen seiner Macht und Herrschaft. Wer diese Münzen benutzte, unterstellte sich dem kaiserlichen Anspruch. An erster Stelle aber sollen die Menschen Diener Gottes sein. Darum fordert Jesus, Gott mehr zu gehorchen als irgendeinem Menschen. Nur Gott darf uns bis in die Tiefen unseres Herzens hinein beanspruchen. Ihn, den lebendigen Gott, bitten wir um sein Erbarmen. Halleluja, Halleluja. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Der Herr sei mit euch. Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Markus. In jener Zeit wurden einige Pharisäer und eine Anhänger des Herodes zu Jesus geschickt, um ihn mit einer Frage in eine Falle zu locken. Sie kamen zu ihm und sagten: Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst nicht auf die Person, sondern lehrst wahrhaftig den Weg Gottes. Sag uns, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht? Er aber durchschaut ihre Heuchelei und sagte zu ihnen: Warum versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, ich will ihn sehen. Man brachte ihm einen. Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten: des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und sie waren sehr erstaunt über ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Das ist heute eine müßige Frage. Gut, man kann sich über die Steuern ärgern, aber keiner würde auf die Idee kommen und fragen, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Aber die Antwort, die Jesus gibt, ist auch nicht mehr aktuell. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, natürlich. Der Staat braucht Geld. Aber die zweite Antwort, die Jesus ihnen gibt, die hat's in sich.
Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gott gehört. Was ist eigentlich damit gemeint? Gebt Gott, was Gott gehört. Eigentlich gehört Gott doch alles. Brauchen wir ihm nicht zu geben. Ich habe da lange drüber nachgedacht, vor längerer Zeit mal. Und dann ist mir ein Vers aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Sprichwörter, ins Gedächtnis gekommen. Da heißt es, da sagt Gott, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und da ist mir so klar geworden, als ich darüber nachgedacht habe, das Einzige, worüber Gott nicht verfügt, ist unser Herz. Das muss ich ihm geben, sonst hat er es nicht. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Aber die Frage ist ja dann doch, wie macht man das praktisch? Ja, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Natürlich, man kann Weihnachten singen, zu Bethlehem geboren, da heißt in einer Strophe, mein Herz will ich dir schenken und alles, was ich habe. Aber das ist ja nicht damit gemeint. Was ist damit gemeint? Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und da fiel mir eine Begebenheit ein, die ich als Kaplan erlebt habe. Da habe ich teilgenommen an Exerzitien für Priester, Ordensleute und Theologiestudenten. Wir haben abends Messe gefeiert und nach der Kommunion in der Stille, ich saß in der Bank, nach der Kommunion sagte eine junge Frau, so halblaut, aber so, dass die Umsitzenden es hören konnten, Jesus, ich liebe dich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch nie gehört, dass das jemand laut gesagt hat. Jesus, ich liebe dich. Das hat mir einen Stich ins Herz gegeben. Am liebsten hätte ich laut auch gesagt, ja, Jesus, ich liebe dich auch. Aber ich habe mich nicht getraut dazu. Jesus, ich liebe dich. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Vielleicht, wenn wir Jesus gleich begegnen in der Kommunion, vielleicht sagen wir ihm, jeder einzeln, in der Stille, nicht laut, Jesus, ich liebe dich. Amen.